schön. Brandbekämpfung extrem. Okay, sieht ganz gut aus. Die anderen haben wir auch gleich eliminiert. Hervorragend. So, hat der Schläger denn was Schönes bei gehabt? 79 Tacken, Alter. Das ist... geht nicht. Das ist viel zu wenig. Okay. Ah, noch ein Schläger. Gut. Den hätten wir. Oh, ein Molotow-Cocktail, da bin ich sehr dankbar für. So, hier können wir noch mal kurz einen Energy-Drink uns geben. Tür ist zu. Nein. Also eine Menge... Uha. Eine Menge Notäxte, Feueräxte von mir hier. Aber die bringen auch nicht. Fleisch. Also ich muss sagen, die Handwerker sind hier sehr fahrlässig. Alle lassen sie immer irgendwie ihren Werkzeugkasten liegen. Das ist nicht gut. Oh, der war schnell. Der war schnell. I set you free. I set you free, my friend. Schnips, schnips. Haben wir auch. Okay, gut. Okay, sieht erstmal ruhig aus. Pistolenmunition nehmen wir uns. Können wir mit... wir kommen hier echt nicht zu Kohle, Alter. Okay, noch ein Energy-Drink hinterher. Oh. Labyrinth des Teufels. Such einen anderen Weg zum Kontrollraum der Zellenblöcke. Okay, gut, wir müssen also durch. Wir müssen hier durch. Wir sind jetzt auch in einem anderen Zellenblock. Ach du Schande, Alter. Mhm. Okay. Denn jetzt mal mit ordentlich Wut. Ist natürlich total scheiße, wenn die brennen und wir kommen hier nicht weiter, weil wir stacken. Das ist Kacke. Yeah. Doch, oder? Sehr gut, okay, wir sind schön oder verschönt. Das hat sich ja gut. Okay, da vorne ist noch was. Ist das ein Rammer oder ist das ein Schläger? Guck mal. Okay, das ist ein normaler Walker. Okay, okay. Ah, Mist. Oh, schnell weg. Okay, schön. Er hat nichts bei gehabt. Gar nichts. Noch immer? Was, wie viele sind das? Vorne liegt irgendwas. Da wird mal kurz hinlaufen. Wenn der Strom weg ist. So, jetzt. Ah, ist nur ein Riegel. Okay, alles klar. Ich dachte, wäre ein Fakt oder irgend sowas. Ist einfach zu den armen Schweinen und klaust ihnen noch ihren letzten Schokoriegel. Ja, gut. Okay, alles klar. Wir gehen nochmal auf meuchlerische Tücke, Stufe 2. Und jetzt haben wir 60 TP mehr. Ist der Rammer. Surrender! Surrender! Einmal durch. Oh, okay, alles klar. Das ist interessant, manchmal lässt er sich ein bisschen mehr Zeit. Bevor er sich umdreht und schlägt. Aber diesmal war ich wohl zu langsam.
Weiter geht's. Und wir müssen wirklich oben an dem Rammer vorbei. Wer bist du? Was geht denn jetzt her? Ah, ich könnte wetten, irgendwie in ein paar Zellen lagen bestimmt noch Ausweise und Fakten oder irgend sowas rum. Okay, wir müssen in die Richtung. Na los, dann komm ran. Ah, ist Erwin aus der Kantine? Aus der Spätschicht. Den mochte eh mal keiner. So, jetzt muss ich langsam ein bisschen aufpassen wegen meinem. Nein. Nicht gut. Oh, was kann man? Was? Oh, weg, weg, weg! Oh. Nein. Ich bin nicht mehr weggekommen, Alter. Und dann kam natürlich der Rammer. Scheiße. Das war blöd. Wir haben auch Gott sei Dank nicht so viel Geld verloren irgendwie. Weil wir haben ja nicht viel. Wir sind ja arm. Okay. Gut, geht auch so anscheinend. Direkt im Kontrollraum gespawnt. Schön. Ja, aber was soll ich machen? Okay, jetzt führt mich quasi die Stimme dorthin. Er will jetzt, dass wir Titus keine Waffen geben. Kann ich auch verstehen. Also was halt natürlich hochgradig fahrlässig ist irgendwie, weil wer weiß, was die dann machen. Aber okay, gut, dann führ du mich dahin. So, schnell repariert. Okay, können wir noch was hier mitnehmen? Ja, die Pistolenmunition nehmen wir noch mit. Warte mal. Mal kurz nachladen. Zack. So. Nö. Gut. Und jetzt müssen wir was durch die Kanalisation zum Zellenblock C oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Also die Kanalisation mochte ich auch ja nicht, Alter. Die ist. Da kriegst ja echt eine klaustrophobische Panne da unten drin, ey. Das Blöde ist ja halt auch wirklich irgendwie, manchmal musst du ja gar nicht unbedingt die Konfrontation suchen. Sondern du kannst ja manchmal den Leuten halt einfach ausweichen, ne? Was halt in der Kanalisation nicht so richtig gut geht. So, hier ist noch Schrotflintenmunition. Plüms, plüms. Ah, und wir sind wieder in den Abwasserkanälen. Oh, scheiße. So, ich lasse mal einfach da, wo ihr seid. Euch hoch. Also wenn es so ist, ist es ja okay, ne? Wenn du den Leuten ausweichen kannst, perfekt. Aber oft kannst du es halt einfach nicht. Dick muss ich auch mal kurz vorbei. So, ich weiß, so komme ich zwar jetzt weder zu XP noch zu Cash, aber es ist halt einfach auch der schnellste Weg. So, okay, jetzt weiter hoch. Auf geht's. Wird, ist das für eine... Oh mein Gott! Ach du Schande, Alter. Ach du Schande. So, noch unten halten, den Kumpel. Boah, pfui, Alter. Nur wirklich hier ein All-You-Can-Eat-Buffet gemacht. So. Dann nimm es doch. Dankeschön. Erstmal so ganz vorsichtig anstupsen. Psst, leise. So, das waren die Duschen. Genau so habe ich es mir hier vorgestellt. Nee. Einfach eklig. Okay, gut, unsere Leute sind schon hier. Aber wo ist Moen? Rede mit Jirama. All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams.
Oh shit. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him and... he sacrificed himself so that we could get away. Wir haben Moen verloren. There were too many. Obwohl er eh schon gebissen wurde, hat mich eigentlich hochgefragt, wann's um ihn geschehen wäre. Hungry animals and... all we could do is watch. If not for Moen, we would not be here. Oh Mann. Moen. Danke dir. Bester Mann. Okay, gut. Na dann. Gehen wir mit den Mädels in Zellenblock C. Yeah, you made it. Quick, get into the elevator. Alles klar. The elevator's here. Okay, now, take a second to catch your breath. Warum? Wird jetzt hier Gas eingeleitet oder was? Qualm? Was ist das? Hey, get up! Wake up! This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that, since Colonel Trust Me just fucked us? You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. Ah, what the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust him. We gotta move, come on. There's a chopper on the roof, it's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation, the whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. So, ja, und damit haben wir dann wahrscheinlich auch die Frage, die wir eingangs schon mal gestellt hatten, beantwortet. Irgendwie, was würdet ihr tun? Würdet ihr euch verschanzen oder würdet ihr kämpfen und rauskommen? Na? Wenn ihr hier bleibt, kommt der atomare Schlag. Der nukleare Schlag, besser gesagt. So, okay. Ich bin aber nicht der harte Hund. Ich will auch den entspannten Weg gehen. Hier kann ein bisschen länger. So, okay. Na toll. So, okay. Er ist also die Stimme und der andere Typ hat uns also nur reingelegt. Mit seiner Frau. Verdammt, Axt, Alter. So, na gut. Dann machen wir mal. So, wir müssen jetzt aufs Dach des Hospitalabschnitts kommen, weil da der Hubschrauber wartet. So, bis dahin ist aber schwer. Na, ich freue mich. So, okay, was haben wir hier? Tinif. Ah, Alter, it's a trap. It's a trap. Oha, Alter, das sind richtig viel. Kann nicht durch. Oh shit, das ist ja nicht der Weg gewesen. So Mist. So, okay. Oh, na, das ist ja viel besser. Das ist ja viel besser. Ah, oh, der hat mich mal direkt rübergekickt, ey. So, komm, rückwärts laufen. Spritze, gib dir und weg. Oh, schnell, 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 schnell. Bitte nicht mal den Räumer die ganze Zeit hinter mir. Oh, toll, toll. Okay, wir müssen vorne links. Was haben wir denn nette Ecke hier, Alter? So, am besten ich lasse die Taschenlampe aus. Sieht mich keine Sau. Okay, wir müssen nach oben. Alter. Das war ja mal eine schöne Passage hier gerade. Ich sag mal, die Leute in Zellenblock C sind einfach die nettesten. Sind die besten. Einfach sympathische Dudes.
So, okay. Warte mal. 100%. Es ist schade um Sets Untergang. Es ist schade. Ich hätte es gerne mal benutzt. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt noch zu der Kohle kommen werde, um das so auszubauen, damit es halt wirklich kesselt. Eine kälbt ihr nicht. Lass mich in Ruhe. Ach. Hat er mich gekriegt? Ja, er hat mich gekriegt. Schade. Ja, die Distanz war jetzt zu kurz. Schade, schade, schade. Ärgerlich. Okay, aber dafür ist der Weg bis dato frei. Schläger. Zwei Schläger. Lasst mich mal vorbei, Freunde. Er hat sich unter meinem Schlag weggeduckt. Das ist aber auch geil. Zum Penner. Ja, die wissen, was hier alles abgeht. Wir wissen, was da hinter mir los ist. So, okay. Noch eine Etage höher. Machen wir kurz die Taschenlampe aus. Wie tust du das? Die ganze Welt ging zugrunde. Oha. Oh shit. Okay, das ist nicht gut. Okay, wir finden hier eine ganze Menge Munition. Den hätten wir. Den hätten wir auch, sehr gut. Frage ist jetzt, wo sind noch welche? Okay, Sprengstoff machen wir mal scharf. Cool. Ja, vielleicht sollten wir das noch nicht tun. Jetzt sollten wir das noch aufheben für nachher. Da hinten ist noch einer. Okay. So ist der Plan eigentlich. Okay, 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 das geht noch. Zwei Gegner sehe ich hier. Ein Gegner, oh, da hinten ist er. Sehr schön. Ich kann nicht. Was ist denn? Wer ist er? Sind Zombies, wa? Das sind Zombies. This is Colonel Ryder White. Execute Protocol 66. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ah, Scheiße. Okay, gut, der Typ steht hier oben auf dem Dach. Scheiße, ich glaube, ich muss zu ihm hoch. Ja, ist der Ball auf der Fitness, na super. So, können wir einen Fahrstuhl nehmen? Ich will einen Fahrstuhl nehmen. Natürlich geht ja wieder nicht, ist ja klar. Als Kind. Was war denn das jetzt gerade? Oh nein, Alter, der hat's. Okay, okay, wir leben noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, cool. Oh, okay, okay, okay. Oh, bin nur am um mich schlagen. Okay, 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 kleine Schrotflintenmunition. Braucht nicht, habe ich nicht. Gibt's nicht. Wie komme ich denn zu dem Penner hoch, Alter? Und die setzen aber auch gleich sofort einen rein hier irgendwie. Mit dem Messer. So, hier brennt noch irgendjemand. Problem ist, er kann jetzt nicht so weit weg irgendwie, weil ansonsten schießt der Typ mir in den Rücken. Der schnitt gut.
Aber hier hinten sind auf jeden Fall noch Leute. Also Zombies. Bitte nicht. Okay. Ah, schön. Jetzt haben wir das hier aufgesprengt. So, komm. Gib dir erstmal kurz eine Spritze. Oh, Schwein gehabt. I sent you to hell. Alter. What are you trying to do, Connell? I don't have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human. Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Son of a bitch, shit! Nein! Das Schwein! Das Schwein! Hoppala, 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 Alter! Heil dich mal schnell! Heilen! Ja, so ist gut! Nein! Okay, okay, okay. Ey, ohne sowas. Hau ab! Lass mich doch in Ruhe! Wo ist denn mein Schwert? Wo ist denn mein Schwert, Mann? Da ist es. So, ich probiere jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit Wut besser geht. Jawoll! Er ist down! Fürchen! Du Schwein! Du Schwein! He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. Come on! According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically, originally, a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global.
Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There's no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen, and every other terrorist imprisoned there, isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. So, ihr Lieben, das war Dead Island, die Definitive Edition. Still sind wir natürlich wie in jeder Zombie-Apokalypse mit einem Hubschrauber davon geflogen, irgendwie. Wie die Story um die vier Charaktere und Jodie mal weitergeht, sehen wir in Dead Island Reptide. Noch dazu kam ja jetzt endlich Dead Island 2 raus. Also, Leute, ich würde mich sehr darüber freuen, irgendwie von euch in den Kommentaren zu lesen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Unterstützt uns auch gerne mit einem Daumen nach oben unter dem Video und vielleicht auch sogar mit einem Abo auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Zombie-Apokalypse wieder. Ich bin bis dahin. Macht's gut. Tschüss.